Stahlerzeugung ist der Dillinger Hütte hier wenige Kilometer nebenan. Die Dillinger Hütte hat rund 46.000 gewalzte Bleche geliefert für den bisher größten Offshore-Windpark der Welt, in der Nordsee südlich von Großbritannien. Das zeigt, dass die Energiewende selbst ganz klassische Industrien belebt. So, da komme ich zum eigentlich wichtigen Thema, um das es mir heute geht und das, glaube ich, ganz wichtig ist für uns Grünen und für die ganze Gesellschaft. Ich halte es ja nicht für einen Zufall, dass ich der erste grüne Ministerpräsident in Baden-Württemberg geworden bin, eine der stärksten Industrieregionen Europas. Dass ich dort der erste grüne MP geworden bin und nicht in Mecklenburg-Vorpommern, das halte ich für keinen Zufall. Warum? Es ist vollkommen klar, und gerade in unserem Kernbranche in meinem Land, Maschinen im Anlagen- und Fahrzeugbau, genau Kernbranchen wie im Saarland übrigens auch. Gerade in diesen Kernbranchen zeigt sich eines ganz deutlich. Nicht nur, dass unsere grünen Ideen dort umgesetzt werden. Ich meine, wir können den grünen Drachen steigen lassen, aber die Ideen, die wir haben, muss ja irgendjemand in die Praxis umsetzen. Das tun natürlich diese Betriebe mit ihrem Know-how, mit ihren Produkten. Also das ist das eine, aber das Entscheidende ist, und das sehe ich bei unserer Wirtschaft, es ist nicht nur notwendig für den Klimaschutz, es ist auch eine große Chance, um wettbewerbsfähig zu bleiben auf den Weltmärkten der Zukunft. Und das ist der Punkt, weshalb ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass jetzt ein Grüner dieses Land führt. Warum? Wir haben jetzt mit der Energiewende einen ganz mutigen Schritt getan. Und das war für mich natürlich sehr beflügelt, dass ich als frisch gebackener Ministerpräsident in der Ministerpräsidentenkonferenz ganz zentral daran mitwirken konnte, dass wir diese Energiewende so konkret umsetzen, wie es dann beschlossen worden ist. Das war ein Glücksfall des Föderalismus und wir haben es geschafft und daran konnte ich wirklich federführend mitwirken, dass wir in 14 Punkten Konsens erzielt haben zwischen 16 Bundesländern und klare Vorgaben gemacht haben und die Bundesregierung, der Bundesregierung klare Marksteine gesetzt haben, hinter der sie nicht mehr zurückkommen, sodass wir heute einen klaren, berechenbaren Umstieg auf erneuerbare Energien haben. Der Weg ist vorgezeichnet. Und das war eine meiner ersten Erlebnisse, und es ist ja klar, so ein Erlebnis hat das beflügelt. Und ich hatte hinterher den Eindruck, dachte ich, hat sich schon gelohnt. Ja.